Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Half-Nate Hero. Ja, das war jetzt direkt nach dem letzten Part. Einfach Aufnahmesession, bam. So, und ich würde sagen... Alter, das Feuer treiben. Okay. Feuerstab. Wir probieren einfach mal diesen Stab aus, um zu sehen, was er macht. Wenn er scheiße ist, wechseln wir halt, na und? Hält 15! In etwa die Zahl der Hälfte des Spiels! Ja, lustigerweise gibt es 30 Missionen für die Hauptstory. Also wenn man nur einen Weg zockt. Aber insgesamt sollen es nur 50 sein. Die kleine Bootsart. Warte mal. Hä? Ist das so ähnlich wie der andere? Oh, scheißegal. Das ist voller Kein. Das ist der Zerstörung. Das ist der Zauber der Zerstörung. Wir sprechen. Diese Welt. Diese Welt. Eine noch 30 Sekunden. So, kommen. Ich muss also ganz genau abwarten. Ich bin froh, dass ich von Hilfe hier runtergekommen bin. Aber auf dem Weg, warte, habe ich schon der nächste Bösewicht bekommen. Hätte Schatz mit dir zu laden. Die Borgen zu Bösewicht. Ist auf dem Weg. Ist auf eine Insel. Also entweder schwimmen oder ein Schiff von der Dorfbewohner nutzen. Ja, wir schwimmen sind hier so stark, dass das mit dem Schwimmen vielleicht keine so gute Idee ist. Wenn du allerdings darauf verstehst, dann zu schwimmen kann ich dich nicht heilen. Ja, kannst du vorzunehmen. Das ist so erstaunlich. Irgendwann geht's auf die Eier. Was bringt mir der Stab? Das ist ein Stab! Er muss ein Zauber! Was weiß ich? Alter, was bringt mir ein Stab? Schiffsbock, das will nichts. Es geht natürlich. Es kostet dich 100 Gold. Bitte noch mal schwimmen. Musst du eine Höhle finden. Aber nimm dich vor Drachen und Dämonen in Acht. Okay. Und nimm Silber. Ist eh besser als dieses Tricksding, Mann. Ganz wegen der Mann kannst du nicht schwimmen. Du brauchst ein Schiff, um die Strömung, um durch die Strömung zu kommen. Toll. Komm. So, weit zurückspulen. Zeig dir das an.
Spaß. Der heißt doch so wie dieser andere. Das ist er bestimmt nochmal. Ah, egal. Ich verloren. Nein, schlimm. Nein, oh nein. Ein Feuerwerk des Todes. Muhaha. So. Du hast ja echt was drauf. Du hast tatsächlich den Bösewicht besiegt. Dafür habe ich echt eine Menge Respekt vor dir. Im Namen des ganzen Dorfes vielen, vielen Dank. Nicht in jeder Fall. Nochmals vielen Dank. Genau. Gladius. Also gut, dieser Teil heißt Schwert. Oh, wir haben Schwert bekommen. Wir finden den Kick in dieser Region. Selbst diese ängstlichen Fischer. Hast du mit dem eingesteckt. Der fühlt sich bestimmt auch richtig mutig. So, zum Schluss heißt es wieder eine Runde schwimmen. Sag mal, Prodigy. Sag mal, Prodigy. Mir fällt da gerade auf, du hättest den Fischer doch bedienen. Ich will zu nehmen. So müsstest du jetzt nicht zum nächsten Runde schwimmen. Warum hast du mich nicht gefragt? Naja, egal. Du willst es eben wissen und machst keine halben Sachen. Genau. Du sagst es, Bitch. So. Mann, ey. Ist das jetzt Logik? Es gibt eine Ruhe, auf der du auch schwimmen kannst. Toll. Ich liebe es, mit dem Schiff zu fahren. Es als möchte ich so die ganze Welt bereisen. Und so kommt man nicht so schnell voran. Okay, fliegen wir in der Dämmerung. Hier gibt es noch Ausrüstung. Dafür müssen wir, glaube ich, schwimmen. Okay. Schwimmreifen. WTF macht das Damage? WTF! LOL! Lolz des Todes! Nehmen wir jetzt einfach die Eisenaxt. Mensch. Ja, das hat voll die guten Werte. Das bringt's voll. Was bringt's mir eigentlich, wenn ich jetzt... Die bringt's doch gar nicht. Na gut, ich habe einfach das Taucherset gekauft. Ach, wenn schon, denn schon. Okay, fangen wir jetzt einfach mal an und auf die Suche nach dem zweiten Weg zu machen. Mein Bildschirm geht aus. Ich muss mal kurz an der Maus wackeln. So. Das Bild da. Nein. Drachenlanze. Ist schon irgendwie fett, das Teil.
finde ich zumindest. Gut. Dann gehen wir einfach mal. Just überquere die Ozean. Seht ihr so, was wäre ein Fail? Darum immer schön ins Dorf gehen. Ja. Kaufen. Fressen. Kaufen. Level 11. Und eine Neugas? Das ist aber eine seltsame Freude. Korallenkrone. WTF. Kaufen. Ein Oktopusmonster greift die Schiffe in diesen Gewässern an. Tagsüber ist die Gefahr am größten. Okay. Wir das und das kann ich von hier aus nicht betreten. So, hier bin ich wieder. Ja, ich bin ins Dorf gerannt, weil meine Aufnahme gefailt hat und ich angerufen wurde. Das will ich nicht im Let's Play haben, also schnell ich das mal raus. So, und es ist jetzt schon einige Zeit vergangen seit dem ersten Teil dieses Partes. Ja. Zeit zurückspulen, einfach mal schnell. Ich bin nämlich einfach nur schnell hier hingerusht. So, jetzt will ich aber wissen, was da oben ist. Da ist nichts. Oh mein Gott! Oh, Dämonen! Ja, fuck. Okay. Es ist deine Zeit, du Held. Selbst eine Schildkröte wie ich kann. Dank dem Zauber in 30 Sekunden die Welt zerstören. Ich spreche doch nicht so langsam. Noch einmal. Bäm. Ba-ba-ba-ba-ba. Nerv nicht. Es wäre aber schon interessant zu wissen, was in dieser Höhle ist. Dazu müssen wir erst mal. Genau, ich habe eine Idee. Wir kaufen uns den Silberhammer und fahren mit dem Boot da hoch. Wir haben ja die Schwimmsachen an und schwimmen dann zu dieser Höhle. Ist doch mal eine Idee. Boom, boom, in your face, in your face. Komm, 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 so. Das ist mein Level in hier. Bam, 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 in your face, in your face. Ich hätte doch ihre Generation aktivieren sollen. Aber okay. Ups. Also, dass wir dann schon noch übrig haben. Zeit zurückspulen. 250. Fuck. Okay. Erstmal in 350 noch kommen. Sonst muss ich halt eine dämonenvernichtende Waffe mitbringen, aber gut. Eigentlich will ich es über diesen Silberhammer lösen.
Space. Ich muss auch noch die Zeit zurückdrehen. Ich will schon auf einen gewissen Preis kommen. Also auf ein bestimmtes Erspartes. Und das. Blablabla. Jetzt haben wir das. Ups. Das. Oh, no, no, no. So. Bam. Ja. Sollst du. Das kostet mir auch noch Zeit. Nein. Bum, bum. One hit. Ach, wir sind auch hier gelandet. Okay. Gut, ich wollte nur wissen, wo es dahin geht. Mehr nicht. Reinkohle kaufen. Zeit zurückdrehen. Und ab zum Bösen. Bla, kennen wir schon. Boom, boom, boom. One hit. Ich habe verloren, oh nein, das kann alles schon bar. Robert. Toll, kleiner Held. Übrigens, diese Ränge gehen nach Zeit. Heißt also, wenn ich Speedrunnen würde, würde ich schaffen. Anhalten, wer es lesen will. Oder schon. Na, müsste es gelesen haben. Oh, ja, waren wir schon. Und dann geht's im nächsten Part zu der Blumen der Dämmerung. In der Hoffnung, dass wir keinen Aufnahme-Fail haben. Obwohl, will ich direkt aufnehmen, ich bin gerade alleine. Oder ich zocke natürlich alleine. Na, mal sehen. Mal sehen. Also, bis zum nächsten Part. Ciao, bye bye. Bis dahin, Leute.